Einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge RP-Projekt mit Genossen und Ideen. So, in der letzten Folge stehen geblieben mit dem Pressen. Ich habe es vergessen. Okay. So, wir müssen mal kurz mit dem Hut spielen. Weil sonst weiß ich nicht, wann der Ball fertig ist. Also relativ bescheiden. So. Der bleibt da liegen, ein bisschen Räumchen. Ach Gott. Also jetzt reicht safe für unsere Schafe. So, gucken wir vielleicht. 280.000 haben wir ja knapp. Haben wir Geld bekommen, aber ich weiß so, woher. Wollen wir Schweine machen? Das ist schon ein kleiner Aufwand. Wahrscheinlich Rüben, Kuppeln und oder Kartoffeln. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Dann sehen. So. Ja, gut, dazu wäre halt noch ein Schlepper schön dann. So. Also, vielleicht brauchen die auch hier Gras bei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel brauchen jetzt. Aber gut. Die Not fragt mal hier, wie ist denn der Josef, ob er später eine Wiese braucht. Kann halt jeder einfach mitnehmen oder so. Bei dem nächsten Schnitt dann. Können wir dann sehen alles. Zu. Da geht's. Oh. Wir waren aber dann noch zu machen. Eins, zwei, drei. Oh. Hallo? Hallo? Ja, Hallöchen. Landhandel hier, hallo. Ah, bitte, Also, uns ist ein Missgeschick passiert letztens, als wir die Rechnung da geschrieben haben. Oh, okay. Da, ja, war noch die Buchhaltung, die alte, da und ja, das war wohl irgendwie nicht ganz klar, was sie da bestellt hatten. Da sind leider 400.000 Euro zu wenig, beziehungsweise zu viel überwiesen worden von ihnen. Oh, naja, das ist schon gut. Da stelle ich meine Überweisung an, dass das zurücküberwiesen wird. Tut uns schrecklich leid. Ja, kein Problem, alles gut. Wird dann zurücküberwiesen und dann, okay. Ja. Wenn Sie schon da sind, wissen Sie, wer hier Tiere verkauft, Schafe oder so? Der Viehhandel. Das ist die Straße weiter runter, wenn Sie am Händler vorbeifahren. Straße weiter runter beim Händler vorbei, wohl.
Beim Landhandel, wenn Sie die Straße reinfahren, dann einfach weiter geradeaus. Ja, wenn ich bei Josef da bei seiner Plantage da vorbeifahre, da rechts runter da. Oder wo meinen Ja, Sie? nee, bei der Plantage. Sie sehen ja den. Ja, die Straße, die links abgeht, kurz vor der Plantage. Ja, Richtung Händler schon. dann. Ja, genau. Der Straße einfach folgen. Und dann ist irgendwo noch ein Knick und da geht's dann zum Viehhandel. Ah, ja, okay. Werde ich schon jemand finden. Okay. Okay, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, gut. Oh, das ist hört sich sehr gut an. Ich habe Geld zurückbekommen. Dann kann ich wirklich überlegen, noch einen Schlepper und Equipment und etc. Das ist natürlich nice. So. Was haben wir? Ja, das, die Ballen reichen safe. So. Da glaube ich jetzt nicht, dass wir da ein Problem haben, dass wir zu wenige Ballen haben. Klar, es sind nur 1,20 oder 1,25. Ich weiß nicht, wie groß die Presse macht. Für eine Variable kann man nicht einstellen. Eine Festkammer. Aber trotzdem. Ah, das ist hier ein Reh hier. Ah, nein. Ah, ich werde angekommen. 425. Ich bin schon schmackhaft. Ja, gut, ist besser. Wir bekommen wir drauf zahlen. Gut, dann werden wir Pferde pressen. Wenn wir uns dann E-Lader holen und dann E-Ballen ein bisschen stapeln und zusammenfahren. So. die Presse, wo stellen wir die am Bild am besten hin? Sehr schön. Wollen wir einen Kipper gespannt? Ah, die ganzen Bäume hier. So. Ab. Fahren den mal hier raus. So, immer den kleinen Ballenwagen an hier. Perfekt. So. Aber jetzt ist halt nur. Na ja, gut, bis halt nochmal zurücklaufen zum Hof, das ist ja so schön.
Ist ja jetzt nicht so weit vom Hof. Ist ja voll in Ordnung. Oh. So, können wir hier hin? Ja, schauen, wie viel Ballen wir hier drauf bekommen. Wäre schon schön, wenn es nicht also weniger sind, wenn ich mehrmals fahren müssen. Na gut, können wir dann sehen. Sachmaschine müssen wir auch noch anhängen und dann sehen fahren. So. Na so. Zack, perfekt. Hey, was probierst du bei dem? Hier, der fährt nur 14 Komma. Das ist natürlich ein bisschen dümmlich hier. Boah, das geht gar nicht. Wir brauchen einen anderen Testbeförderer. Ich. Warte mal, müssen wir kurz einen Händler anrufen? User was moved. Hallöchen, ich bin's, Tino. Sie haben mir ja letztens ein Farisin-Teleskop verkauft. Das ist richtig, ja. Das Problem ist, der fährt nur 14 km/h oder 15. Hätten Sie Okay. denn irgendeinen gebrauchten oder sowas, wo schneller fahren würde? Was Gebrauchtes? Da müsste ich einmal ganz kurz im Bestand gucken, ob ich da was Gebrauchtes habe in auch ein Telelader dann wieder. Ja. Gebraucht sieht eher schlecht aus, aber ich hätte einen neuen da, der würde 30 fahren von Schäffer. Ja. 4670 T. Warte, ich kann nur kurz in den Programm da gucken. Teleskopler, Schäffers. Ja. Den hätte ich Ja. jetzt gerade da. Also wenn Sie sagen, Sie wollen den haben, dann können wir den rüberliefern. Ja, das Problem ist, ja, da die komische Knicklenkung da. Bisschen doof. Was wäre denn, ich sehe gerade hier den Plugin von den Manitou, den MLT 737. Den Das Manitou, wäre warten dann Sie mal neuer. ganz kurz. Den MLT 30. Ja. Den könnten wir bestellen, ja. Perfekt, und wie viel will ich denn drauf zahlen? Weil ich hätte jetzt auch 0,2 oder 0,3 Stunden und also ist auch noch was neu. Wissen Sie was, wegen dem Missgeschick kriegen Sie den einfach so umgetauscht. Also, umgedacht, das ist natürlich perfekt. Ja. Also, wann wäre er denn da? Dauert ein bisschen, oder? Das kann sogar sein, dass wir dem Außenlager stehen hätten. Frag mal den Kollegen und dann würde ich den sonst direkt losschicken. Perfekt, aber ihr Kollege müsste vielleicht sagen, wann er kommt, weil ich bin auf der Wiese und lade ein paar Ballen. Weil ich bin nicht zu Hause. Bin Teleskoplader. Achso, okay. Ja, ich rufe ihn an und dann schicke ich ihn vorbei. Gut, perfekt. Okay. Danke, Bis ciao. dann, tschö. Das ist natürlich ein Träumchen, das heißt so mal zwischen Missgeschick. Es könnte gut schon mehr Missgeschick passieren, ich nichts dagegen. Also ernst, 15 km/h ist halt schon ein bisschen arg wenig. Leider reißt so eigentlich so, schön kompakt und so, aber da ist 15 km/h. Muss ja nicht sein.
Herrn Schäfer. Ist natürlich auch eigentlich ausreichend 30 km/h, aber das ist halt doofe Knicklenkung. Hier ist halt auch nicht so schön fahren. So. Schon mal die ersten zwei hier geladen. Spanngurt rum, gut. Bisschen mit Überbreite, aber mein Gott, was schon. Den Ball mal da oben mit. So. Das? Das muss das sein, oder? Ist was? Dann fahren wir kurz zu ihm. Nach oben. Und dann passt das ja. Sehr schön. Das wäre ja schon relativ weit gekommen dann. Ich habe hier den Nachbarn gefragt, ich kenne ihn gut. Ich darf über seine Wiese hier fahren. Ausnahmsweise mal. Deswegen. Das ist schon. Weil war ja die Sonne. Okay. Ah, Schilder. Räumchen, ich hoffe, die Ballen hier hin. Moin! Moin, San. Ich hab sie gesehen, deswegen bin ich schnell hier hingekommen. Achso, ja, ich sollte eben den Teller da vorbeibringen, hat der Chef gesagt. Jo, perfekt, Schilder drin. Ah, ja. Hab ich hier reingestellt, jo. Okay, vielen Dank. Okay. Gute Fahrt. Ciao. Ja, tschüss. Ich hätte vielleicht sagen müssen, dass er aufpassen soll, dass er nicht geblitzt wird. Ja. Na, das ist schon besser. Der gefällt mir schon. Mal viel besser. Perfekt, so. Nur vorwärts gehen. So. Ah, Dorale natürlich. Perfekt. Ja, ich würde sagen, der ist gut. Ja, der ist gut, oder? Oh. Kurz mal RP mal jetzt mal raus, weil viele Fragen auch getaucht sind, wann dieses Projekt überhaupt kommen wird. Ich habe es außerdem gar nicht erwähnt, zum Beispiel in die Ballon geschmissen. Zwei kommen jeden Tag. Upload-Plan ist auch aktualisiert und ist natürlich in der Box. Müsst ihr nur mal kurz die Infobox mal öffnen, dann seht ihr das. Und ja. Genau. Also die Infobox ist auch alles verlinkt und
mein PC-Equipment ist da auch beschieden. Genau. So. Hat er jetzt einen anderen Ballon geschmissen oder so? Oh, jetzt gerade hört er auch aus. Na gut, das Fenster hat er auch gesehen. So. Ich hoffe, dass der Ballenspiel jetzt sonnig aussehen. Das heißt, sind so knapp lagen. Ist ja doch nicht so viel. Träumchen. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Video. Wenn euch die Folge von Atlas Kinder bis dahin schaut, wir waren morgen vorbei. Kommt die neue Folge RP. Und bis dann, habt einen Daumen auf den Tag. Und ciao, euer SunTV. Channel switched. Microphone activated. Okay. Seit wie lange war ich jetzt gemutet? Weiß ich nicht. Ich hab das nur gerade gesehen.